Am kommenden Wochenende geht das Spielberg-Wochenende der DTM über die Bühne. Es geht gleichzeitig auch in die heiße Phase der Meisterschaft, denn es ist das 7. von 8 Rennwochenenden. Und Lukas Auer ist mittendrin statt nur dabei, nicht nur im Fahrerfeld, sondern auch was die WM-Wertung angeht. Zunächst einmal Servus. Servus zusammen. Eine Woche noch Zeit, ein paar Tage noch zum drüber nachdenken, wie man es taktisch anlegt. Die Ausgangslage ist folgende: Du bist 32 Punkte hinter Shelton van der Linde aus Südafrika. Könntest du den punktetechnisch noch locker abfangen? Wie schaut die Ausrichtung aus für Spielberg? Du am Ende ein voller Angriff, ja. Ich glaube, da gibt es nichts klug zum Verwalten. Der Shelton hat einen klaren Polster, aber wir sind generell noch alle so eng beieinander, dass alles offen ist. Man muss auch schauen, wer spürt den Druck, wer liefert den Spielberg im Hockheim ordentlich ab. Und nein, wir haben uns gut vorbereitet, das Team, und ich freue mich eigentlich auf mein Heimrennen. Gut, Mercedes, affine Strecke, Fragezeichen. Haben da vielleicht andere Teams mehrere Vorteile, worauf wird es vielleicht auch ankommen? Nein, normalerweise, ich habe gesehen, in den vergangenen Jahren tut man das immer so hochpushen, aber es ist eine irrsinnig schwierige Strecke für uns. Die Turbomotoren, also BMW, Ferrari, sind da klar im Vorteil, und man hat es auch letztes Jahr gesehen. Aber trotzdem, sie haben sicher eine Favoritenrolle, aber wir wissen es weder nicht. Vielleicht dieses Jahr sind die Verhältnisse anders. Also ist alles offen, aber die BMW und Ferrari würde ich schon ein bisschen eine Favoritenrolle zuschreiben. Gut, dann gehen wir vielleicht die Saison in groben Schritten chronologisch durch. Ein sehr guter Saisonstart in Portimao, gefolgt von zwei passablen Rennwochenenden am Lausitzring und in Imola. Mit dieser Punkteausbeute warst du nach drei Rennwochenenden zufrieden oder wäre auch da vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen? Nein, da haben wir einen sehr guten Job gemacht. Portimao haben wir perfekt gestartet. Wir haben uns wirklich ordentlich vorbereitet, weil wir haben über den Winter wichtige Abgänge gehabt bei unserem Technikchef. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir das Team zusammenbleibt und dass wir das Beste daraus machen. Und deswegen, die ersten drei Rennen waren gut. Sehr gut. Spielberg, ein Rennen mit Tradition, spätestens seitdem Dietrich Mateschitz dem Ort oder der Umgebung wieder seinen Stempel aufgedrückt hat. Du hast das dann fortgesetzt mit einem relativ miserablen Wochenende am Norrisring. Das war vielleicht auch der Knackpunkt im Rennen um die Weltmeisterschaft. Eine Doppel-Nuller-Runde, genauso wie dein schärfster Kontrahent. Also eigentlich hättest du da den Rückstand verkürzen können. Jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. Auch das gehört zum Rennfahrer-Dasein dazu. Aber ist das was, woran du heute noch denkst und denkst, schaut, dass ich da nicht gepunktet habe? Ich muss zugeben, der Motorsport-Ratio ist viel schnell. Ich denke nicht mehr großartig pro. Aber es war definitiv ein hartes Wochenende für uns, weil der Norrisring ist normal für mich eine gute Strecke, auch für Mercedes eigentlich ganz gut. Und ich kann mich erinnern, am Samstag war ich in einem Crash verwickelt, eigentlich ein bisschen unglücklich. Und am nächsten Tag haben wir so, kein Speed gehabt, einfach schlecht waren wir. Ja. Und dementsprechend war das Rennwochenende zum Vergessen. Und ich glaube, ausgerechnet an deinem Geburtstag hast du jetzt in Spa den 4. Platz erfahren. Auch ein bisschen traurig im Nachhinein, dass das Treppal vielleicht nicht rausgeschaut hat. Und vielleicht auch ein Wörtchen zu Thomas Breining, der aktuell auch zeigt, mit ihm ist zu rechnen. In Spa muss man sagen, was in Spa hat, war am Samstag der Reifenplatz. Weil ich denke mal, das Rennen hätte ich gewinnen können. Und wir wissen eigentlich immer noch nicht, warum es den Reifen zerrissen hat. Und am nächsten Tag, der 4. Platz war okay. Da haben wir nicht mehr einen ultimativen Speed gehabt, aber mehr. War kein schlechter Renntag und wie du angesprochen hast, ich habe mit Domi eigentlich einen coolen Kampf gehabt, speziell am Samstag durch die Rouge, und der ist absolut da und total berechtigt in der DTM. Und abschließend vielleicht noch ein Einblick für unsere Zuschauer. Wir haben jetzt quasi eine Woche bis zum ersten Rennen mehr oder weniger. Wie schauen da die letzten Tage aus? Am Donnerstag wird sie anreisen, aber was macht ein Luki Auer von Montag bis Donnerstag sozusagen? Ich habe noch ein paar Interviews, ein paar TV-Auftritte, also es geht rund. Und ich habe jetzt die Woche Pause, also ich komme gerade von Tripleheader, also drei Rennwochen hintereinander. Ich versuche mich ein bisschen zu entspannen und ein bisschen ins Training zu finden, weil es geht dann gleich mit dem Tripleheader weiter, also versuche ein bisschen Kräfte sammeln. Und im Vergleich zu anderen Rennorten, sprich Hockenheim oder wo ihr vielleicht schon wart, wo ist der Spielberg einzureihen, so vom Spektakel her, vom Rundherum, vom Andrang der Menschen? Kann man das so ein bisschen in Relation setzen? Mit Abstand die beste Strecke für Zuschauer, für Fans. Da ist alles ordentlich, man hat eine mega Übersicht. Also als Zuschauer muss man zu einem Red Bull kommen, meines Erachtens ist es einfach die beste Strecke. Und die DTM bietet immer Lackaustausch und Emotionen und echten Motorsport. Beste Voraussetzungen. Wir wünschen alles Gute. Danke. Für das Rennwochenende Luki Auer. Und wir wechseln jetzt eigentlich nur den Standort in ein anderes Einkaufszentrum. Von der SCS geht es jetzt ins Donauzentrum und Mirko Bartolotti wird sich auch noch zu seiner Perspektive in Spielberg äußern. Wir haben den Standort gewechselt, das Thema bleibt aber dasselbe. Zunächst mal hallo und herzlich willkommen, Mirko Bartolotti, danke für deine Zeit. Vielen Dank, danke, schön hier zu sein. Ja, jetzt haben wir ein paar Tage noch bis Spielberg. Als Heim-Grand Prix kann man es auf jeden Fall werten, auch wenn du halb Italiener, halb Österreicher bist. Wie sehr ist das Kribbeln schon vorhanden?
Ja, sehr. Also wir freuen uns alle sehr, natürlich ich persönlich und natürlich das Team. Es ist ein großes Event. Das Team ist überhaupt nur ein paar Kilometer mit dem Standort entfernt vom Ring. Deswegen ganz eine große Sache natürlich auch für Sie. Und ja, Vorfreude ist groß. Wir freuen uns auf das Wochenende. Wir kommen natürlich in eine sehr, sehr wichtige Phase. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Ja, wenn wir gleich die Punkte heranziehen, dass ein Shelton van der Linde momentan die Konkurrenz unter Anführungsstrichen in die Schranken weist, einen komfortablen Vorsprung hat, aber wir wissen auch im Motorsport, es kann sehr schnell gehen. Ist da noch was möglich in der WM-Wertung, auch für dich mit 36 Punkten Rückstand? Ja, das werden wir sehen. Ich meine, momentan, die letzten zwei Rennen waren natürlich sind nicht so gut verlaufen oder nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Das Blatt hat sich ein bisschen natürlich gewendet, aber man hat gesehen im Laufe des Jahres, wie schnell es sich in die eine oder andere Richtung wenden kann. Wir werden uns auf uns fokussieren und werden alles dran setzen, dass wir es natürlich wieder auf die richtige Schiene bringen und dass wir ja, dort am Ende mitkämpfen, wo wir sein wollen und auch müssen. Und deswegen freuen wir uns sehr auf Spielberg. Was verbirgt sich vielleicht auch für dich persönlich hinter der Faszination Spielberg? Was zeichnet diesen Grand Prix im Gegensatz zu anderen aus? Abgesehen vom Heimvorteil natürlich. Es ist eine spezielle Strecke. Ich glaube, anders als die anderen Strecken, die wir auf dem Kalender haben. Es sind relativ wenige Kurven, aber die haben es natürlich in sich. Es sind sehr, sehr lange Geraden, es ist sehr viel Stop and Go, viele Überholmöglichkeiten. Und der Kurs an sich, ich persönlich fahre irrsinnig gern am Red Bull Ring. Habe sehr gute Erinnerungen, sowohl aus meiner Formel 2-Zeit und als auch natürlich im GT-Sport. Unser allererster Sieg mit dem Lamborghini Huracan haben wir am Red Bull Ring gefeiert im GT Masters 2015. Im letzten Jahr stand ich auf der Pole. Ich glaube, wir wurden am Ende Zweiter. Deswegen, wir fahren sehr, sehr gerne da und freuen uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf das Wochenende. Jetzt betrachten wir vielleicht die Gesamtwertung, wo du aktuell Vierter bist. Vielleicht auch die Beziehung zu Lamborghini in dieser Saison. War damit zu rechnen, dass der Lamborghini von Beginn weg so gut funktionieren kann? Ob man damit rechnen konnte oder nicht, ist schwer zu beantworten. Wir sind natürlich die Letzten, die neue Marke in der DTM und haben es natürlich mit den Großmächten zu tun, die jahrzehntelange DTM-Erfahrung natürlich auch haben und ein Standing haben. Deswegen, was das betrifft, hätte man es wahrscheinlich nicht erwartet, aber wir wissen oder ich weiß natürlich auch, was wir können. Ich habe natürlich das Ziel war, dieses Jahr direkt konkurrenzfähig zu sein, um den Titel zu fahren. Das war unser Approach und unser Ziel. Ich glaube, das haben wir auch bewiesen, dass mit uns zu rechnen ist. Und das werden wir versuchen, auch in den letzten zwei Wochenenden zu zeigen und an unseren starken Leistungen anzuknüpfen und versuchen, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen. Wie ist die Beziehung zum Teamchef, der dich jetzt auch schon einige Jahre kennt, Gottfried Grasser? Wird sich das in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut, die Beziehung Bortolotti-Grasser? Gut. Ich meine, ich bin seit 2014 bei Lamborghini und fahre seit 2015, mit Ausnahme von einem Jahr, jedes Jahr beim Team, also bei GRT, Grasser Racing Team mit Gottfried, sind wir in den letzten Jahren durch alles Mögliche gegangen, durch dick und dünn. Wir haben uns gegenseitig natürlich haben wir uns das aufgebaut, oder beziehungsweise nicht gegenseitig, sondern zusammen das aufgebaut, was wir aktuell haben und wo wir aktuell stehen. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schön und man freut sich immer wieder, wenn man die Möglichkeit hat, zusammenzuarbeiten und auch so ein wichtiges Projekt zusammenzuführen, wie eben die DTM in diesem Jahr. Und ich glaube, dass eben diese Jahre der Zusammenarbeit unser stärkster oder einer der wichtigen Punkte in unserer Beziehung ist. Und uns natürlich auch ermöglicht, gute Erfolge zu haben und natürlich auch in den schwierigen Situationen zusammen wieder rauszukommen. Luki Auer, mit dem habe ich bereits darüber gesprochen, wie sich die DTM in den letzten Jahren vielleicht auch zu dem Produkt entwickelt hat, was es jetzt ist. Das kannst du jetzt vielleicht nicht im Gegensatz zu ihm vergleichen, aber wie anspruchsvoll ist die DTM angesichts des Fahrerfelds, was so hoch wie noch nie war? Es gibt auch 5 Österreicher in diesem Bewertung. Also wie kompetitiv ist die DTM aktuell? Es ist die kompetitivste Rennserie, vor allem, ich kann natürlich nur für GT sprechen, die es im GT-Sport gibt, weltweit gesehen, also nicht nur in den europäischen Raum. Deswegen, wir haben sehr, sehr viele Werksfahrer am Start, wir haben die Elite des GT-Sports,
in der diesjährigen Saison am Start. Das Level ist extrem hoch und ja, um erfolgreich zu sein, muss an jedem Tag alles passen. Ansonsten wird es schwierig und kleine Fehler haben große Auswirkungen. Und das macht die DTM natürlich einerseits so spannend und so interessant und auch für uns natürlich, wir wollen uns auf dem höchsten Niveau messen und sind auch froh, in der DTM dieses Jahr an den Start gehen zu dürfen, erfolgreich unterwegs sein. Zu sein in der DTM ist nicht selbstverständlich und auf das sind wir stolz. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben vier wichtige Rennen vor uns, auf die wir uns sehr freuen. Und wir werden uns auf unsere Arbeit konzentrieren und versuchen, uns Maximale abzuliefern. Wie versuchst du dich vorzubereiten auf Spielberg? Die letzten Tage vor dem Showdown, wie geht man da, wie soll ich sagen, mental vor, um vielleicht dann auch am Donnerstag, Freitag wirklich da zu sein? Wie immer, es ändert sich nicht besonders viel, nur weil es jetzt Spielberg oder irgendein anderes Rennen ist. Die Vorfreude, wie ich gesagt habe, ich freue mich auf jedes Rennen gleich. Spielberg ist natürlich den Ticken ein bisschen mehr spezieller, weil es natürlich ein Heimrennen ist und da freut man sich umso mehr drauf, aber man muss auch pragmatisch an die Sache rangehen. Die Punkte, die man im Spielberg holen kann, sind dieselben, die man bei anderen Rennen holen kann. Deswegen konzentrieren wir uns auf unseren Job zu 100%. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was in unserem Paket steckt. Wir müssen es abrufen. Das ist unser Ziel, das wird unser Job sein und den werden wir versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. Es geht ums Eingemachte. Mirko, besten Dank für das Gespräch. Alles Gute für das Spielberg-Wochenende. Dankeschön. Das war also ein exklusiver Einblick in die Vorbereitung von Luki Auer, aber auch Mirko Bortolotti, der Heim-Grand Prix wartet. Es ist das 7. von 8 Rennwochenenden und man kann tatsächlich noch davon ausgehen, dass ein Österreicher zum Abschluss in Hockenheim ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden darf. Von 23. bis zum 25. September sind Sie auf KRONE.at immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.